Als Gründer des Kubismus wurde Pablo Picasso bekannt. Er soll über 50.000 Werke geschaffen haben. Einige davon aus seiner Spätphase werden ab morgen in Madrid ausgestellt. Unter dem Titel Picasso ohne Titel, 50 Jahre, 50 Werke, 50 Künstler interpretieren 50 Jahre nach seinem Tod zeitgenössische Künstler die Werke Picassos. Picassos Spätwerk, bisher äußerst selten ausgestellt. Dabei war er in seinen 10 letzten Schaffensjahren besonders produktiv. 50 Werke aus dieser Zeit, 50 Jahre nach Picassos Tod und 50 neue Titel von aktuellen Künstlern. Picasso selbst gab seinen Werken fast nie einen Namen. Die Ausstellung eine Art Dialog. Ich glaube, dass das jungen Leuten gefällt, dass wir zeitgenössische Künstler eingeladen haben, mit Picasso zu sprechen. Sie werden viele Fragen, viele Ideen und viele Themen hier wiederfinden, die junge Menschen heute beschäftigen. Zum Beispiel das Gefühl, dass das Wochenende rum ist und gar nichts geht. Neuer Titel: Der Montag nach einer existenziellen Krise. Ein Werk, das aussieht, als käme es aus Picassos blauer Phase. Heute inspiriert es zu Gedanken über die Twitter-Blase. Es könnte sein, dass diese Neuinterpretation uns jetzt Elon Musk vor Augen führt und wie er die öffentliche Sphäre dieser Plattform verschlingt, die für viele lange Zeit der Raum für Nachrichten und Austausch war. Picasso ins Hier und Jetzt übertragen. Mal ein ganz anderer Blick auf 50 der rund 50.000 Werke des spanischen Ausnahmekünstlers.